Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! Sehr gut. Zur Erinnerung. In der letzten Folge haben wir kurz vor Feierabend, sozusagen ganz am Ende der Feindfahrt, noch einen Funkspruch vom BDU reinbekommen mit dem Auftrag, ein Schiff zu versenken, welches sich in diesem Konvoi GM hier mitbewegt Richtung Malta. Die Torpedos waren zu dem Zeitpunkt schon fast aufgebraucht. Sprit war schon so ein bisschen knapp. Also das heißt, ich bin in der Zwischenzeit nach La Spezia, habe dort nachgetankt, habe Torpedos nachgefüllt und wir versuchen jetzt mal unser Bestes, noch an diesen Konvoi irgendwie dran zu kommen. Also äußerste Kraft voraus und ich denke mal, die Chancen stehen an sich nicht so schlecht. Es dürfte aber eng werden. Wir schauen mal, ob wir das noch irgendwie hinbekommen. Also, kurzer Kontrollgang durchs Boot. Und was ich auch noch sagen wollte, ganz generell zu diesem Let's Play. Wir sind ja noch in der B129 unterwegs. Und in der Zwischenzeit ist ja bereits die B130 erschienen, schon vor einigen Wochen. Und ich denke mal, das hier dürfte dann auch erstmal die letzte Feindfahrt in der 129 sein. Ich schätze mal, dass ich nach dieser Unternehmung auf die 130 wechseln werde. Ich denke, wir haben vom Mittelmeer genug gesehen. Es wäre zwar eine schöne Sache gewesen, hier generell diese Mare Nostrum-Kampagne noch abzuschließen, aber wir haben halt noch nicht mal die Hälfte der Tonnage hier. 400.000 sollten wir hinbekommen, um das Ganze hier erfolgreich abzuschließen und wir haben noch nicht mal 200.000. Ich denke mal, das ist relativ unrealistisch und das ist auch irgendwie, macht das wenig Sinn, da jetzt noch ewig dran herumzudoktern, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Mittelmeer habe ich ehrlich gesagt erstmal genug davon und außerdem bin ich natürlich sehr scharf auf die Neuerungen, die die neue Version so mit sich bringen. Also von daher denke ich mal, wird das hier die letzte Unternehmung werden und dann nach dieser Feindfahrt werden wir dann in die neue Version einsteigen. So, wir beschleunigen das Ganze hier mal ein bisschen und schauen mal, ob wir das noch hinbekommen. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Oder Malta ist hier unten. Ich schätze mal, dass der Konvoi das hier eben zum Ziel hat. Ist aber auch nicht sicher. Das kann natürlich auch sein, dass die hier bis nach Alexandria runterschippern. Dann hätten wir natürlich beste Chancen, den noch einzufangen. Also das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Aber vielleicht schaffen wir es sogar noch vor Malta. Und wenn ich mir das so ansehe, das dürfte wohl funktionieren. So, wir sind schon sehr nah dran. An der Stelle vielleicht mal einmal speichern. So, und dann machen wir das Ganze mal schön behutsam. Versuchen uns erstmal so ein bisschen ranzupirschen. Und idealerweise setzen wir uns natürlich vor den Konvoi. Ja, easy, das ist ja total locker. Also ich hatte so meine Bedenken, ob wir den tatsächlich noch eingefangen bekommen. Weil nur so zur Erinnerung, der wurde uns ja gemeldet ungefähr hier und wir waren halt auch. Also ich denke, das war so ungefähr in diesem Bereich. War der Konvoi und waren wir. Und wir mussten ja in der Zwischenzeit bis nach La Spezia dort Torpedos aufnehmen, was ja auch eine ganze Weile dauert, und dann hier wieder hinterher stechen, während der Konvoi ja hier im Wesentlichen einfach nur eine gerade Linie fahren musste. Aber ich denke mal, der ist einfach relativ langsam unterwegs. Ich sehe gerade, wir müssen auf jeden Fall nochmal schnell den Kompressor anwerfen, damit wir wieder hier volle Druckluftreserven haben. Forschung ist in der Zwischenzeit natürlich auch abgeschlossen, da habe ich mich jetzt aber nicht mehr drum gekümmert. Beziehungsweise, Moment, das ist ja jetzt auch schon wieder 2 Wochen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Wir schauen gerade mal. Ich meine, ich habe sogar noch ein paar Zaunkönige eingepackt. Doch, doch, ziemlich sicher. Schauen wir mal. So, wir haben es mitten in der Nacht, deswegen schalten wir auch mal auf Rotlicht um. Aber ich glaube, wo sehe ich denn die Reserve? Hier. T5, da ist er doch. Zaunkönig, genau. 1, 2, 3 und ich glaube, dass wir hinten auch noch einen dabei haben. Also, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt sowieso auf den Konvoi gehen, dass wir da ein bisschen was am Start haben. So. Dann schauen wir mal. Wir sind schon relativ nah dran. Die gemeldete Position ist bislang noch ungenau. Maximale Sichtweite ist ziemlich hoch. Ich hätte gerne noch jemanden hier am Radarwarngerät, am Biskaya-Kreuz. So, da geht das Funkmessgerät. Man sieht den Radius hier. Frühwarnsystem sozusagen
falls Flugzeuge auftauchen sollten. Was aber auch aktuell wirklich Seltenheitswert hat. Ich denke mal, dass das auch zunehmen wird, wenn wir dann in der B-130 unterwegs sein werden. Weil ich habe das bestimmt schon zigfach erwähnt. Hier müsste eigentlich fliegermäßig einiges geboten sein. So, die sind ja wirklich wahnsinnig langsam. Wie spät haben wir es? Kurz vor Mitternacht. Na, wir müssen einfach noch ein bisschen näher dran, damit wir die Position hier ein bisschen genauer bestimmen können. Wir geben dem Alten auch noch hier ein bisschen Unterstützung. Der befindet sich ja gerade auch auf der Brücke, damit die Sichtweite noch ein bisschen hoch geht. Und wir schauen uns mal die Verhältnisse an. Also für Mitternacht ist die Sicht ziemlich gut. Ja, ich bin da guter Dinge. Sehr große Gruppe ist gemeldet, 18 bis 40. Also mindestens 18. So, jetzt haben wir schon mal Schornsteinrauch entdeckt. Wo, frage ich mich. Kann man das schon erkennen? So, Moment mal. Moment mal, das ist quasi... Ah, oh, Moment mal. Unsere Fahrtrichtung, wir halten schon genau drauf zu. Ach du Scheiße, schaut euch das an. Schornsteinrauch entdeckt ist... Nett ausgedrückt. Da ist ja eine... Jede Menge ist da los. Ach du grüne Neune. Das ist ein Riesending, was wir hier vorfinden. Okay. Jede Menge Frachter zu sehen. Ist das... Ist das ein Flugzeugträger? Ich glaube, was wir hier gerade wirklich direkt im Visier haben, ist ein Flugzeugträger. Oh, 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 oh. Das heißt, da dürfte auch einiges an Außensicherung am Start sein. Da ist schon der erste Zerstörer. Oder ist es eine Korvette? In jedem Fall ein Kriegsschiff. Okay, da ist ein bisschen was geboten. Was haben wir denn ungefähr für eine Distanz hier? Okay, die Meldung, also die Position scheint jetzt an der Stelle auch schon exakt zu sein. Wir sind noch gute 12 Kilometer entfernt. Wir setzen mal so einen Kurs. Bleiben weiterhin auf AK-Fahrt. Und vielleicht wäre es eine gute Idee, sogar schon auf Seerohrtiefe zu gehen und den Schnorchel auszufahren. Wobei ich denke, wir können noch ein bisschen über Wasser weitermachen. Gehen mal noch ein bisschen näher dran. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. So, jetzt kommen wir der Sache schon deutlich näher. Brückenwache hat gewechselt. Oh, 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 oh. Okay, mal ganz langsam. Das ist auf jeden Fall schon ein Kriegsschiff. Wir gehen direkt auf Tauchstation. Bloß nichts riskieren jetzt. Ich will nicht entdeckt werden. Wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Einmal abtauchen. Mhm. Also man kann ganz gut erkennen. Ich denke, Kriegsschiffe fahren voraus und da hinten kommt dann... Oh, das ist ein richtig dickes Ding. Schaut euch das an. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Wir halten natürlich jetzt erstmal Funkstille auch. Alles andere wäre purer Selbstmord. Und ich meine, der BDU muss ja wissen, wo die sich befinden. Die haben uns ja den Konvoi gemeldet. Von daher, glaube ich, müssen wir da erstmal nichts machen. Herr Kaloy. Manueller Modus. So. Und hier drüben, ja, ein bisschen unruhige See hier. Hier drüben ist dann die Party. So, das dürfte schon das erste Kriegsschiff sein. Eine Korvette haben wir hier. Ja, jetzt stellt sich halt wie üblich die Frage, wie viele Kriegsschiffe sind da vorhanden? Wird es sich lohnen, erstmal die Kriegsschiffe anzugreifen? Ich glaube nicht. Da haben wir schon den nächsten Zerstörer. Oder sollen wir tatsächlich zuerst auf das Schiff gehen, das uns quasi als Ziel zugewiesen wurde? Wir sollen ja explizit einen versenken. Ah, da ist schon ein bisschen Tonnage dabei.
Also aktuell konnte ich, wir müssen natürlich noch ein bisschen näher dran, aktuell konnte ich mal zwei Kriegsschiffe ausmachen und ich glaube einen Flugzeugträger. Aber das wird sicherlich noch ein bisschen mehr sein. So, was machen wir mit ihm hier? Sollen wir vielleicht hinten durchflutschen? Also quasi... Ich denke, wir können auch ein bisschen langsamer machen. Halbe Fahrt voraus. Kreiselkompass machen wir auch mal aus. An der Stelle hier ist schon der erste Frachter unterwegs. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. So, damit geht die Hydrophonreichweite hoch. Und dann sehen wir auch... Frachter, 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 Kriegsschiff, Kriegsschiff. Und unser Ziel ist noch ein Stückchen weiter entfernt. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir tatsächlich erstmal wirklich unser Ziel angreifen und dann alles andere machen? Ich glaube, das wäre schon sinnvoll, bevor die uns entdecken. Wir könnten natürlich versuchen, jetzt hier unten durchzutauchen. Das scheint unser Ziel zu sein. Kann das sein? Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wo haben wir denn unser explizites Ziel? Das müsste ja... Schnappen wir uns mal kurz den alten. Das müsste ja hier im Kriegstagebuch verzeichnet sein. Oder? Das war ja ein Funkspruch. Dauerbefehl? Ah, hier ist es nicht dabei. Das sind die ganzen Funksprüche. Ah. Schwer zu sagen. Nicht genau zu bestimmen. Aber ich denke mal, wenn hier der grüne Punkt ist, dann wird das doch hier unser Ziel sein, oder? Das Blöde ist, ich kann jetzt tatsächlich nicht mehr irgendwie feststellen, glaube ich, wie genau das Schiff heißt, das wir versenken sollen. Wir wären jetzt schon in Schussreichweite. Aber ich tendiere eher, dass wir versuchen, auf die andere Seite rüberzukommen. Hoffentlich können wir hier unbemerkt durchflutschen. Wir tauchen mal auf, sagen wir mal, 40 Meter. Und schauen, dass wir einfach auf die andere Seite rüberkommen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, nur nichts überstürzen jetzt. 20 Meter. ...3% Ortungswahrscheinlichkeit. Ja, ein bisschen Wasser im Boot, aber das ist zu vernachlässigen. 40. Okay, wir sind schon auf 40 Meter. So gut wie. Okay, wir müssen in den Kartenmodus gehen, das hilft alles nichts. Wir müssen hier irgendwie durchflutschen. Ich hoffe mal, dass die uns jetzt nicht hören. Können wir es uns erlauben, ein bisschen schneller zu fahren? Einfach mal hier unten rein in den Konvoi. Dann dürften die auch große Probleme haben, uns hier rauszufiltern mit ihren Horchgeräten. Ah, die restlichen Schiffe machen ja auch ordentlich Lärm. Da ist der Flugzeugträger, schaut euch das an. Ah, das ist jetzt verdammt ärgerlich. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber ich habe ja den Spielstand logischerweise neu geladen. Ne? Also ich habe ja lange Pause gemacht nach der letzten Folge. Kann ich das hier wirklich nicht mehr feststellen, welche Schiffe wir explizit versenken sollen? 42, 43, das hier war die letzte Unternehmung. Da ist nur noch der Dauerbefehl drin, aber nicht mehr der Funkspruch vom BDU. Und das sind ja alles rausgegangene Funksprüche. Also Funksprüche, die wir selber abgesetzt haben. Hier bei den eigenen Einträgen können wir nur selber was reinschreiben. Dauerbefehl. Na, da müssen wir sowohl alle versenken. Ja, keine Ahnung. Also ich würde mal natürlich, also ja, irgendwie, es würde nahe liegen, dass der Zerstörer das explizite Ziel ist. Da hinten ist auch noch was unterwegs. Ja, das könnte natürlich dann auch noch ein deutsches U-Boot sein.
wir gehen auf jeden Fall mal auf die andere Seite rüber. Hier fährt einer voraus. Wie viel Außensicherung haben sie denn? 4 Stück. Einer hier. 2 hinten quasi an den Ecken. Einer hier. Aber auf der Seite ist aktuell noch nichts zu sehen. Also hier, das wäre schon eine gute Position, um von der Seite reinzuhalten. Ich denke, wir können auch Gas geben. Vielleicht wird mir das gewünschte Ziel ja auch automatisch... Oh, haben die uns entdeckt? Scheiße, da ist nochmal einer. Langsame Fahrt. Wir schauen mal, ob wir hier ein bisschen mitschippern können. Aber ihr seht selbst, hier ist gerade eben das gelbe Ausrufezeichen angegangen. Und der Zerstörer kommt jetzt auch auf uns zugelaufen. Wir schauen mal, dass wir hier irgendwie so ein bisschen mitschippern können. Ich meine, die können ja, solange wir wirklich ganz nah an einem der Konvoi-Schiffe dran sind, werden die ja einen Teufel tun und Wasserbomben werfen. Ja, aber die zersprengen sich jetzt auch so ein bisschen, ne? Die halten nicht mehr ihren Kurs. Ja, die haben wir aufgeschreckt. Das war nicht gut. Das war nicht sonderlich schlau. So. Ja, jetzt wären wir fast unter dem Flugzeugträger. Wenn wir uns hier so ein bisschen verstecken, wir sind ja auf 40 Meter Tiefe. Schiffsschrauben, direkt über uns, Herr Galoy. Kleine Fahrt voraus. Schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Ah, wir haben noch hier. Laufen noch mit Zeitbeschleunigung. Und die Sonarpeilung habe ich auch gerade gehört. So, schauen wir mal, dass wir mit der Kamera irgendwie an die Oberfläche kommen. So. Okay, schön unterm Flugzeugträger eingeparkt. Schicke Lackierung hat der. Dickes Ding. Ja, die suchen uns halt jetzt, ne? Ob wir das hinkriegen, dass wir jetzt einfach so lange unter dem Flugzeugträger mitfahren, dass sozusagen Gras über die Sache wächst. Ah, die werfen schon Wasserbomben. Spucken komplett an der falschen Stelle. Und so nah an den eigenen Schiffen, das hätte ich ja nicht erwartet. Sind die denn wahnsinnig? Schaut euch das an. Ha, 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 ha. Damit hätte ich nicht gerechnet, ganz ehrlich. Das ist ja... Verstößt ja gegen alle Regularien, oder? Sind die denn bekloppt? Das halte ich ja für fragwürdig. Aber sollen sie mal machen. Von mir aus können die gerne auch ihre eigenen Schiffe versenken. Wird uns dann zwar nicht gut geschrieben. Ah, sieht schon ganz geil aus. Haben die... Was ist jetzt passiert? Haben die jetzt allen Ernstes? Das ist jetzt einfach weggeploppt, das Schiff. Haben die jetzt ein eigenes Schiff versenkt? Was ist denn da los? Irgendwie sind die beide nicht mehr sichtbar jetzt, ne? Okay, ich denke, das dürfte dann wohl offiziell ein Bug sein. Die werden doch jetzt kein eigenes Schiff versenkt haben, oder? Wir wechseln nochmal die Perspektive, gehen hier nochmal raus. Das war hier drüben. Da ist jetzt auch der grüne Punkt. Haben die jetzt... Also wenn es ganz blöd läuft, haben die jetzt selbst das Schiff versenkt, was wir eigentlich hätten versenken müssen? Kann das sein? Das wäre ja abgefahren. Wir gehen nochmal in die freie Kamera. Scheiß Solarpeilung. Solarpeilung. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist guter Rat teuer. Ich meine, solange wir hier mitschippern, würde ich behaupten, sind wir einigermaßen safe. Schiffsschrauben direkt über uns her, Galoy. Wir gehen nochmal genau unter den Flugzeugträger. So, jetzt bin ich gespannt. Was machen die jetzt?
Ja, die haben schon, die wissen genau, wo wir sind. Zerstörer und Korvette. Langsam, langsam, langsam. Was passiert jetzt? Ich meine, ich denke, naja, wir müssten eigentlich abtauchen. Ja, solange die uns in der Sonarpeilung haben, kommen wir hier natürlich nicht raus. Kommt nochmal Estik? Ja. Okay. Scheiße. Was machen sie jetzt? Alle Kriegsschiffe hier zusammengezogen. Wir könnten natürlich, wir könnten hier schon auch einfach mal einen Täuschkörper rausdrücken. Und dann schauen, dass wir in irgendeine Richtung davon kommen. Damit wir die Schiffe aufs Korn nehmen können. Also eher hier runter. Die sind jetzt, seht ihr das? 1, 2, 3, 4. Das sind sie doch alle, oder? Ne, wobei hier vorne fährt auch noch einer. Die hängen jetzt hier alle hinten dran. Halten aber Abstand. Halten Abstand. Was machen die? Das ist ja eine durchaus interessante Situation hier. Die schippern jetzt alle hier hinterher. Und halten Abstand. Es ist abgefahren. Muss ich zugeben. Hatte ich so, glaube ich, in der Form auch noch nicht. Ah, ich wollte eigentlich... Moment. Da müssen wir nochmal hier einen Schnappschuss machen von der Situation. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir versuchen das mal mit Täuschkörpern. Dass wir direkt unter dem Flugzeugträger einen Täuschkörper raushauen und dann stehlen wir uns davon, gehen auf Zero-Tiefe und sehen zu, dass wir ein paar Aale raushauen. Ist, glaube ich, gar kein so schlechter Plan, oder? Aber das machen wir. So, wer hat die Täuschkörper? Kapitän. Er hat welche? Hat sonst keiner Täuschkörper. Da auf Tasche. Dann nehmen wir mal den alten hier. Ich möchte den Horchposten möchte ich besetzt lassen. In dieser Situation. Dann Täuschkörper sind, glaube ich, hinten eingelagert. Und sobald das Ding aktiv ist. Ach, ich kann ja nur eine Sache mitnehmen, oder? Geht das? Ah, scheiße. Geht das nicht? Dö. Haben wir irgendwie einen... Warum hat... Er hat 100 von den Dingern, von den Kaliumabsorber, habe ich dem gegeben. Okay. Gericke. Ja, ziehen wir ihn halt ganz kurz ab hier. Posten verlassen. Wir müssen da lang. So. Zack. So, das war der Öldorp. Öldorp geht auch direkt wieder in den Horchraum. Und dann schauen wir mal. Okay. Also, Täuschkörper ist raus. Mal schauen, ob das funktioniert. Bin gespannt. Wir hören jetzt natürlich nichts, weil das Ding so laut ist. Hier ist der Täuschkörper. Wasserbomben. Ach, und ich wollte tiefer gehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, Wasserbomben sind am Start. Ich würde tatsächlich gerne auch nochmal in die Außenperspektive gehen. Wasserbomben. Ich denke, die gehen jetzt dann schon brav auf den Täuschkörper, so wie sich das gehört. Wir riskieren einen Blick. Ja, da hinten kracht's. Wo ist der Flugzeugträger hin? Ja, ich glaube, wahrscheinlich sehen wir... Ja, ich glaube, genau. Wir sehen gar nicht das, was über Wasser stattfindet, was wir praktisch auch nicht hören können, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn wir jetzt hier praktisch auf Periskoptiefe wären und das beobachten könnten, oder wenn wir das gerade hören würden, dann würde uns das auch angezeigt werden an der Oberfläche. Aber ich glaube, so wird einfach nur das angezeigt, was wir tatsächlich auch gerade wahrnehmen. Und das sind eben nur die paar Schiffe hier vorne. Deswegen
sollten jetzt ein bisschen auf gut Glück hier handeln. Schauen, dass wir hier rauskommen. Wasserbomben. 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 So, einmal hier rüber. Wasserbomben. Den unterlaufen wir hier noch schön. Wasserbomben. 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 So, und dann machen wir das Ganze wieder ein bisschen langsamer. Und ich denke, dann könnten wir, wie spät haben wir es denn? 1.50 Uhr, wir gehen auf Zero-Tiefe. Versuchen, Parkurse zu berechnen. Die sind scheinbar immer noch mit dem Sonar-Täuschkörper beschäftigt. Und wir müssen auch mal ganz kurz hier, müssen wir lenzen. 5 Kubikmeter. Bisschen ungünstig, aber ich glaube, das geht schon. Spannend, spannend, spannend. 70. Ist halt jetzt unnötiger Radau, wenn wir das Ding anschalten, ne? Ich glaube, da sparen wir uns jetzt. 50. Was macht eigentlich der Sauerstoff? Geht. Meter. Okay. 12 Meter sind Zero-Tiefe. Dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen was wegknipsen. 20 Meter. So. Ach, er hat sich eh schon ans Zero-Tiefe gesetzt. Der alte ist ausgeruht. Passt. Moment mal, wo ist denn der Heini, der am Zero sitzt? Das ist ein Seemann. Wieso kann ich denn ihn jetzt nicht hier manuell ans Angriffsperiskop setzen? Konrad Otto hieß es gerade, ist am Seerohr. Ach, er ist am Seerohr. Okay, das war dann ist wahrscheinlich einer seiner Matrosen. Okay, dann schnappen wir uns ihn mal kurz. Alles klar, manueller Modus. Kurzen Blick riskieren hier. Hier drüben müsste die ganze Party sein. Ah, da können wir ein paar Kurse berechnen. Da ist der Träger. Okay, schauen wir mal. Sichtweite könnte ein bisschen höher sein, aber wir berechnen, was wir berechnen können. Tonnage dürften die eigentlich alle ganz ordentlich haben, oder? Also ist zumindest jetzt kein so ein kleines Kackschiffchen dabei. Die sehen alle ganz ordentlich aus. Und wir haben den Bauch voller Aale. Deswegen, ja, schön berechnen. Wir gehen mit der Geschwindigkeit auch wieder runter. Halbe Fahrt voraus sollte genügen. Ich würde natürlich super gerne ihn möglichst zeitnah angreifen. Aber ich denke, also wir versuchen jetzt einfach mal eine erste Angriffswelle zu starten. Dann schauen wir mal, wie die Kriegsschiffe reagieren. Zur Not müssen wir halt wieder abtauchen. Davon gehe ich aus. Auch schön weiterhin von den Täuschkörpern Gebrauch machen. Die sind immer noch hier hinten irgendwo beschäftigt, ne? Also ich glaube, hier haben wir ein ganz ordentliches Zeitfenster. Was haben wir hier für eine Distanz? 880 Meter. Und wir können natürlich... Ja gut, wir haben jetzt keine nach Zaunkönige geladen. Aber einfach auf gut Glück ein paar von den Dingern reinfeuern würde hier natürlich, würde sich schon anbieten. Ne? So, hier sind wir schon bei 51%. Er rechnet noch gar nicht. Empire Ruskin. Dann nehmen wir uns die beiden erstmal vor. Das sind auch mit die dicksten. Die scheinen so ein bisschen kleiner zu sein, zumindest der Optik nach zu urteilen. Der ist wieder ein bisschen größer. Und unser Premium-Ziel ist natürlich er hier. Also wäre es ganz schön, wenn wir auf der Seite bleiben könnten. Schauen wir mal. Die scheinen zumindest mal ihren Kurs zu halten. Deswegen können wir die dann wunderbar angreifen. Wir drücken ein bisschen auf die Tube. Ja,
ungefähr so. Da will ich tatsächlich noch mal ein bisschen schneller fahren, dass wir für ihn hier einen guten Winkel bekommen und für ihn hier genauso. Distanz müsste ja ungefähr... Ja, das funktioniert schon wunderbar. Gut, was machen die Kursberechnungen? Er ist wahrscheinlich schon fertig. Genau. Naja, da werden wir da mal hineinstechen ins Wespennest. Das könnte wunderbar funktionieren hier. So, Torpedos sind hoffentlich vorgewärmt. Sonst kriege ich aber die Krise. 55%, für den braucht man noch ein bisschen mehr. Schauen wir uns mal ganz kurz die Torpedos an. Gehen in diese Ansicht. Alles vorgewärmt. Wunderbar, was haben wir hier so? T3, T3, T2, T2. Mhm. Ich fürchte fast, wir müssen noch ein kleines Stückchen mit ihm mitfahren. Bis der Kurs hier ein bisschen präziser steht. Und dann greifen wir die ersten beiden an. Ah, das hat gut funktioniert mit dem Täuschkörper. Ich bin begeistert. So, wenn wir hier dann einschwenken, dann dürften wir hier über 90% sein. Sollte klappen. Geschwindigkeit passt. Wir kriegen auf ihn einen super Schusswinkel hin gleich. Dürfen nur schauen, dass wir die Distanz zu ihm hier nicht zu gering werden lassen. Kleine Fahrt voraus. So, und ich denke... Wir warten noch, wir stoppen mal kurz, lassen den noch ein bisschen weiter vorfahren, dass er hier einfach noch ein bisschen näher dran kommt, damit der uns nicht auskommt. Das ist immerhin immer noch ein knapper Kilometer Distanz. Sollte also funktionieren. Schauen wir, dass wir halt quasi mittig zwischen den beiden stehen, so ungefähr. Ganz grob. Kleiner Moment noch. Kurse checken, 99, 99, wunderbar. Ja, ich denke, dann können wir angreifen. So ist gut. Wir schießen erstmal auf ihn hier. Das ist die Frage, sollen wir dem gleich zwei Aale spendieren? Weil wenn wir also so eine gute Position kriegen, wir wahrscheinlich kein zweites Mal hin. Hm. 6000 hat der. Oder doch erstmal nur einen. Ich weiß halt nicht, wie lange wir jetzt dann hier beschäftigt sein werden. Wir machen mal einen. Hier haben wir einen T3. Aufschlagzünder. Torpedotiefe. Wir gehen natürlich ein bisschen weiter runter. Wir gehen mal auf 4 Meter. Magnetzünder würde sich natürlich anbieten. Aber andererseits... Die haben zu oft versagt für meinen Geschmack. Rohr 1, los. So, alles im Wasser. Empire Defiance. Rohr 2 bewässern. Der ist ein bisschen dicker. Gehen wir ein bisschen tiefer. 4,5. Und wir warten noch einen kleinen Moment, bis der einfach noch ein bisschen weiter ist. Ich hoffe auch mal, dass der trifft. Dass die halt möglichst zeitgleich einschlagen. Dass er hier keine Chance mehr hat, seinen Kurs oder seine Geschwindigkeit so zu verändern, dass der Torpedo ihn nicht mehr trifft. Das ist ja ungefähr doppelte Distanz, was wir hier haben. Also warten wir mal, bis der Torpedo ungefähr auf seiner Höhe ist. Und dann Feuer frei. Rohr 2 fertig. Rohr 2. Los. So, in der Zwischenzeit. Ich bin natürlich scharf auf ihn hier. Vielleicht können wir da ja nebenbei schon mal so ein bisschen den Kurs hier berechnen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir hier noch einen nachlegen müssen. Kleine Fahrt voraus. Schauen, dass wir an ihm auf jeden Fall mal dranbleiben hier.
30 Sekunden. Ja, nicht ganz zeitgleich, aber ich glaube, bei ihm schlägt es ein bisschen früher ein. Scheiße. Der dreht ab. Verdammt. Das ist dieser lageunabhängige Torpedo. Da hat jetzt irgendwas mit der Distanz nicht gepasst. Direkt noch einen hinterher. Scheiße, scheiße, scheiße. Empire Defiance. Was haben wir hier? T2. Bisschen höher. 20 Sekunden. Scheiße, der kommt jetzt in unsere Richtung. R4, los. Ich habe auch das Gefühl, ich habe da irgendwas missverstanden mit diesen lageunabhängigen Torpedos. So, aber der schlägt ein, oder? Treffer. Immerhin. Er sieht nicht sonderlich beeindruckt aus, aber wenn wir ganz viel Glück haben, bleibt er zumindest erstmal liegen. Das wäre ja schon, das wird mir ja schon vollkommen reichen. Dann können wir uns um den später einfach kümmern. So. Der müsste schon auch noch funktionieren hier. Wir setzen hier mal so eine Markierung. Ganz grob auf den Kurs von ihm. Ich hoffe mal, dass der jetzt wenigstens zum Stillstand kommt. Und er hat jetzt angehalten, ne? Seht ihr? Seht ihr? Deswegen wird der Aal jetzt hier vorbeirauschen. Scheiße. Nein, doch nicht. Sehr gut. Ah, gar nicht schlecht. Der hat ganz gut gesessen. 20 Sekunden. Mhm. Na? Na, hat auf jeden Fall... Naja gut, das, na, so viel hat er jetzt nicht abbekommen. Würde fast dazu tendieren. Ah, wenn der halt noch treffen würde hier. Er hat gerade wieder abgedreht und der fährt ja dann so einen Suchkurs quasi. Jetzt müssen wir dann auch echt aufpassen, dass der nicht uns erwischt. Sollen wir noch einen hinterherjagen? Wir haben es ja. Wie sieht es bei ihm hier aus? Ungefähr die Hälfte seiner Hitpoints. Und bei ihm fehlt halt schon noch einiges. Oh gut, der läuft... Sollte uns eigentlich nicht erwischen, ne? Oh, das wäre jetzt übel. Oh, da ist unser Boot, seht ihr? Er sagt mal Hallo. Okay, mir fällt gerade ein. Wenn jetzt nachgeladen wird, dann müsste eigentlich dann auch gleich ein Zaunkönig in irgendeinem der vorderen Rohre drin sein. Das wäre natürlich auch eine Option. Vielleicht noch einen gezielten auf ihn? Und dann Zaunkönig hinterher. Oder, wenn wir ganz viel Glück haben. Billig, was machen wir denn? Torpedo ausrichten. Ja, die müssen halt jetzt erstmal nachladen, ne? Das wird ein bisschen dauern. Was ist hier? Was ist das denn hier? Rettungsboot! Wird evakuiert, kann das sein? Ich gehe davon aus. Sehr gut, dann säuft er entweder direkt ab, wenn wir noch ein bisschen Geduld haben, oder wir werden ihn halt einfach nachher noch erledigen. Aber ich denke mal, der Fall sollte sich erledigt haben. Okay, man muss einfach immer ein bisschen Geduld haben. Und auch der wird evakuiert. Okay, die können wir also vergessen. Ausgezeichnet. Jetzt ist die Frage, was machen die Zerstörer? Und Flugzeuge sind auch in der Luft. Scheiße. Ja, natürlich. Schon klar. Na gut, wie die ganze Geschichte sich hier weiterentwickeln wird. Ich vermute mal, wir gehen auf jeden Fall auf den Flugzeugträger. Erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.